Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Nach nun etwas längerer Zeit steht endlich mal wieder ein Haul an. Ich zeige jetzt einfach das, was ich in den letzten Wochen und Monaten wieder so alles Schönes an Make-up gekauft habe. Deswegen habe ich mir jetzt so ein, zwei Wochen Zeit gelassen, um diese Sachen, die letzten gerade in meinem großen Kiko-Einkauf nochmal zu testen und kann euch jetzt definitiv schon so zu 80-90% definitiv schon sagen, was ich davon halte. Fangen wir mal mit Foundation an. Und zwar musste ich mir natürlich von Make Up For Ever diese Foundation Sticks holen. Weil ich mir nicht sicher war, habe ich mir einfach zwei Farben bestellt. Einmal die 120, oder auch gleich J245, die momentan sehr gut passt, aber auch weil meine Haut einfach ein bisschen heller ist. Und für den Sommer die 125, J315, also quasi nochmal denselben Ton, bloß ein bisschen dunkler, und das wird auch im Sommer perfekt. Und oh, ich muss diese Sticks einfach haben, auch wenn sie schweineteuer sind. Ich glaube 40 oder über 40 Euro sogar. Aber dadurch, dass ich nur Gutes davon gehört habe, musste ich sie bestellen. Ich hatte ja, ich glaube 2 Monate vorher oder so, dieses Package hier noch mit bestellt. Und zwar die Ultra HD Foundation von Make Up For Ever und den Primer. Von dem Primer wisst ihr jetzt schon, was ich halte. Habe ich mit in meinem Monatsfavoriten-Video mit drin. Ein super Primer. Bei der Foundation bin ich ein bisschen zwiegespalten. Für mich ist sie wirklich ein bisschen zu trocken, leider Gottes. Ich habe sehr trockene Haut und das setzt sich wirklich in diesen Fältchen ab. Und auch in den trockenen Stellen und hebt die sehr hervor. Deswegen ist es nicht so meins. Ich werde sie wahrscheinlich verkaufen. Dafür habe ich jetzt aber diese beiden Schätzchen und die sind so viel besser. Gerade wenn ihr wie ich trockene Haut habt und so ein bisschen Probleme habt mit trockenen Stellen, sind diese Dinger ein Traum. Wirklich ein Traum. Sie sind super easy zum Auftragen, so cremig und legen sich so schön auf die Haut und lassen sich toll verteilen, decken super. Und ja, die Haut fühlt sich versorgt an. Also es ist wirklich so, setzt sich nicht trocken und irgendwelche Fältchen ab. Es ist total schön und ich bin so begeistert von diesen Sticks und finde sie alle mal, also bei Weitem besser als die Ultra HD. Für mich ganz klar lohnt sich der Preis. Dann habe ich mir noch eine Foundation gekauft, jetzt mal aus der genau anderen Richtung, aus dem Drogeriebereich, weil ich sehr, sehr, sehr neugierig war. Es ist die Dream Samtig Matt von Maybelline Feuchtigkeitsspendendes Creme Gel Make-up. Soft mattierender Teint. Hat mich sehr interessiert, weil sie eben in der Werbung sehr viel über diese feuchtigkeitsspendende Eigenschaft geredet haben und weil es ein Creme-Gel-Make-up war. Also es hat mich sehr, sehr interessiert und ich muss sagen, die Textur ist richtig, richtig schön. Also man muss wirklich sagen, die fühlt sich total toll an. Auf der Haut das zu verteilen, auf der Haut zu haben, fühlt sich total schön aus an, weil es eben so ein bisschen gelartig ist. Ist super, super toll. Also Konsistenz mag ich sehr gerne. Ich fand sie am Anfang super, super gut. Jedoch hatte ich sie jetzt einen ganzen Tag einmal drauf, auch im Büro, und habe irgendwann in den Spiegel geguckt und habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich auf einmal so alt aussah. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ich sah auf einmal richtig alt aus. Und ich glaube, das lag daran, dass die Foundation ein bisschen verrutscht ist und so in diese ganzen Fältchen, ja, oder diese Lachfalten und alles überall so ein bisschen reingerutscht ist und die super betont hat. Und ich sah auf einmal 5 Jahre älter aus. Ich meine, das heißt dann schon 30. Ich muss es nochmal mit dem Puder probieren, weil die ist ja eh matt. Also von daher fand ich es an sich echt schön, mal wieder was Mattes auf der Haut zu haben. Trotzdem nicht super austrocknend. Von daher bin ich da sehr begeistert. Nur habe ich das Gefühl, dass sie verrutscht und nicht wirklich da bleibt, wo sie hin soll und wo man sie hingepackt hat. Wenn ihr dazu ein separates Video sehen wollt, dann sagt doch mal Bescheid. Und dann werde ich dazu auf jeden Fall was drehen. Dann kommen wir mal zu meinem Kiko-Haul, denn ich habe ordentlich bei Kiko zugeschlagen. Denn Kiko hat eine neue LE und ich finde die so toll. Ich zeige euch das mal eben am Blush, da sieht man es am besten. So sehen diese Verpackungen aus. Sie sind ganz oft strukturiert durch so eine Art Pinselstrich, als wäre jemand mit Farbe rübergegangen. Und ja, so farbige Highlights sind noch drauf. Also die Verpackung finde ich, muss ich schon mal sagen, sehr, 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 sehr schön. Ich habe mir von der LE den ein Blush gekauft, 02. So sieht dieser Blending Wave Multicolor Blush aus. Ich habe mir jetzt, ich sag mal, die natürlichste Farbe von denen ausgewählt. Ich glaube, es gab 4 oder 5. Also mehr so ein mauvige, moivige Rosenholzton. Also es ist schon mehr natürlich und mehr mein Ding. Ich muss aber sagen, der hat extrem hohen Fallout, also pudert. Bisschen doll, staubt ein bisschen doll, fällt herunter. An sich eine wunderschöne Farbe, bloß ja, qualitativ. Dann musste ich unbedingt noch diese Foundation kaufen, aus einem Grund. Und zwar ist es der Geruch. Die Foundation ist ein ganz, ganz neues System, glaube ich.
Man hat hier so eine Art Stempel oben dran, der dieses Loch hier erstmal verdeckt. In diesem Loch ist ein Netz gespannt, was die Foundation so ein bisschen aufhängt, sodass man nicht viel Produkt verschwendet und man das sehr gut dosieren kann. Schade, dass diese Foundation überhaupt nichts für mich ist. Allein dieser Geruch, oh mein Gott, ich habe es mir so gewünscht, dass sie was für mich ist, aber leider gar nicht. Sie ist unglaublich lightweight, also ganz, ganz leicht, sehr, sehr flüssig, ganz dünn, also hat keine hohe Deckkraft, eher was für den Alltag, aber nicht für trockene Haut. Überhaupt nicht, also ganz, ganz schlimm. Es setzt sich da, wo ich noch nicht mal trockene Haut habe, setzt es sich sogar ab. Also so ganz komisch. Also wirklich überhaupt nichts für mich als jemand mit trockener Haut. Dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt aus dieser ganzen LE. Oh mein Gott, und ich bin so froh, dass ich es mitgenommen habe. Es hat, glaube ich, 14, 15 Euro gekostet. Und wenn ihr mir auf Instagram und Snapchat, ja Leute, ich bin jetzt auch bei Snapchat, einfach alle Alena zusammen ohne diesen Axon Graf suchen und dann findet ihr mich. Da bin ich mittlerweile sehr aktiv und da habe ich das auch schon gezeigt, ist das Serum von Kiko. Und zwar ist es das Blooming Glow Revitalizing Face Serum. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind ganz, ganz viele Kügelchen drin, die super, super glowig sind und ganz tollen Glow und Schimmer drin haben. Und daher bekommt dieses Serum auch so einen richtig, richtig tollen Highlighter-Effekt. Und dieses Ding hat einen Geruch, der echt alles toppt, auch die Foundation, also dieser Geruch, oh mein Gott, es ist, also wer jemand, der was fruchtig, süßes, Peach, Aprikosenmäßiges mag, der ist hier definitiv bedient. Also es ist ein Serum, was die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, super primed, also es wird sehr, sehr sticky so auf Haut, also sehr, sehr klebrig und nimmt die Foundation super an. Und es ist ein toller Glow mit drin, das heißt, man hat auch gleich so ein Highlight, so ein Schimmer mit drin, was sehr, sehr schön ist, unglaublich toll, wie gesagt. Ist, glaube ich, ein Dupe oder könnte ein Dupe sein zu dem, ich glaube, Meteorit ist das, ne, von Guerlain. Super, super schweineteuer. Hab ich auch noch nie probiert. Also, wenn ich euch was empfehlen kann aus dieser LE, dann rennt jetzt in diesen Laden am besten oder morgen und kauft euch dieses Serum. Oh mein Gott, das kostet, glaube ich, 14, 15 Euro und das ist es allemal wert. Das ist ein Traum, dieses Ding. Mein absolutes Lieblingsprodukt aus dieser LE. Dann habe ich für mich noch zwei Flops von Kiko. Ich habe gedacht, oh, vielleicht ist es ja was. Und zwar sind es zwei Highlight Glowing Pearl Cushion Highlighter. So, ja, da hat Kiko sich mal dran versucht, einen Highlighter zu machen, der ja, flüssig ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, nein, aber man sieht auch generell nicht viel, bis man muss da richtig, richtig lange drehen, bis man mal irgendwas rauskriegt. Das ist aber wiederum so flüssig, dass es das Make-up, was drunter ist, total verschmiert. Also man kann schon ein bisschen was sehen, wie ihr seht, aber pff, ja, von der Qualität her überzeugt es mich nicht. Das ist mir auch zu wenig Glow. Also ich brauche diesen Boom-Effekt und das ist mir leider zu wenig. Dann habe ich mir bei Kiko noch andere Produkte gekauft, weil ich einige entdeckt habe, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar ist da ein mega, mega Augenbrauenprodukt dabei gewesen, wo ich gedacht habe, huch, das kennst du doch irgendwoher. Und zwar ist das hier von Kiko ein Augenbrauenstift mit einer Spitze, die sehr, sehr an den neuen Brow Definer von Anastasia Beverly Hills erinnert. Und das ist auf jeden Fall ein großer, großer Dupe-Alarm. Da wird jetzt noch ein Video kommen, das werde ich wohl morgen oder übermorgen filmen. Wo ich die beiden miteinander vergleiche. Ich habe es auch schon ein bisschen getestet. Ich finde ihn gut, aber es wird davon auf jeden Fall ein separates Video geben. Ein Dupe-Alarm-Video. Darauf könnt ihr euch freuen. Dann habe ich mir bei Kiko noch einen Highlighter-Stift gekauft für die Augenbrauen mit einer matten Seite. Einfach nur zum Aufhellen. Und mit einer Highlighter-Seite, damit man so ein bisschen ja, so ein Glow schaffen kann unter der Augenbraue. Aber man kann ihn auch sehr, sehr gut für andere Sachen verwenden. Also finde ich sehr schön. Habe ich noch, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich viel getestet. Habe ich jetzt einmal probiert. Dann habe ich mir von Kiko, weil ich das Glitzer so schön fand, so einen Glitzer-Eyeliner geholt mit super, super buntem Glitzer. Und ich finde das so schön. Und damit so einen Eyeliner aufpimpen. Das kann man so, glaube ich, jetzt gar nicht richtig sehen. Damit möchte ich noch ein paar Eyeliner verzieren. Dann mein letztes Produkt von Kiko. Ich wollte unbedingt deren Creamy, wie heißt die denn? Gossamer Emotion Lipsticks probieren. Und oh mein Gott, Leute, es ist kein Witz. Ein 1 zu 1 Dupe zu den MAC Cream Sheets oder generell den MAC Beach Lippenstiften. Erstmal finde ich die Verpackung super, super toll und mega, mega geil. Und zwar muss man hier oben drauf drücken. Dann kommt das unten raus. Und man muss es rausziehen. Ein bisschen aufwendig, ja, aber ich habe mir jetzt die Farbe 104 gekauft. Also relativ natürlich,
fällt wieder voll in mein Brown-Nude-Schema. Und sie sind von der Konsistenz her, vom Auftrag, von der Haltbarkeit her und vor allem vom Geruch her 1:1 MAC. Also, wenn ihr jemand seid, der sagt, 20 Euro für einen Lippenstift, Leute, sorry, ist mir zu viel, dann sind diese Dinger definitiv was für euch. Ich glaube, sie kosten 7 oder 8 Euro. Also ich bin von dem unglaublich begeistert und ich werde mir bestimmt auch noch ein, zwei andere Farben kaufen, weil ich die sehr, sehr schön finde und auch gerade mit der tollen Verpackung. Also da hat mich Kiko echt überrascht und echt total begeistert. Die Carly Bible Palette von BH Cosmetics. Und ich war so, so gespannt, weil ja, man hat schon viel gehört. Und erstmal von der Verpackung her wurde ich nicht enttäuscht. Sehr, sehr schönes Design. Natürlich BH Cosmetics relativ günstig verarbeitet, ist nun mal so. Aber an sich wunderschön Design, finde ich. Auch ein sehr, sehr schöner Spiegel. Und die Farben, auch die Farbauswahl ist ein Traum, wirklich. Dieses Ding hat nur, finde ich, einen ganz, ganz großen Nachteil. Und das ist der Geruch. Es stinkt derartig nach Chemie und, oh, also Klebstoff oder was, ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe nicht, dass es der Lidschatten ist. Aber abgesehen davon ist diese Palette wirklich der Oberhammer. Sie ist heftig pigmentiert. Kein Fallout. Sie ist super, super. Die Farben sind schon fast cremig. Ach, die sind butterweich, wirklich. Und deswegen ist auch eben kein Fallout. Ach, diese Farbe hier. Diese Bronze-Farbe ist ein Traum. Also ich bin von den Farben unglaublich begeistert. Sie lassen sich so toll verarbeiten. Und Leute, die Highlighter. Oh mein Gott. Also für welche, die auf Natürlichkeit stehen, ich zeige das jetzt mal und ihr werdet aber auch sehen, wie doll sie, boom, highlighten. Aber sie sind halt auch nicht ganz so super fein wie jetzt von Becca oder Anastasia Beverly Hills, die neuen. Die sind ein bisschen gröber, also schon leicht ein bisschen wie Glitzer. So, ich hatte jetzt nicht viel drauf. Puh. Ist das nicht krass? Also voll mein Ding, wirklich voll mein Ding. Da kommen Highlighter-Freaks, die auf jeden Fall auf ihre Kosten. Also allemal, guckt euch diesen Glow an. Alter Schwede. Also allein damit hat diese Palette mein Herz erobert. Ein Traum. Diese Farben sind wirklich, wirklich toll. Ich habe auf jeden Fall vor, euch hiermit auch noch ein komplettes Make-up oder ja, damit ein Make-up für euch zu schminken, nur mit dieser Palette. Wenn ihr wollt natürlich, ich hoffe, ihr habt daran Interesse, denn diese Palette ist echt, echt schön. Ich meine, allein dieses Highlight. Aber generell qualitativ hat BH Cosmetics, jedenfalls das, was ich davon habe, noch nie so eine gute Qualität an Lidschatten gehabt. Noch nie. Bleiben wir gleich mal beim Highlight und gehen zu der teureren Marke. Und zwar hatte ich zwei Bestellungen bei Anastasia Beverly Hills gemacht. Die eine Palette kennt ihr schon aus meinem Monatsfavoriten-Video. Also wenn ihr da ein bisschen näher was drüber wissen sollt, müsstet ihr das Video angucken. Sehr schön. Bin super begeistert. Absolute Kaufempfehlung. Also ein Traum, diese Palette. Wirklich. Dann aus einem anderen Video kennt ihr sie auch schon. Ich habe mir die neue Cream Contour Palette von Anastasia Beverly Hills gekauft. Einfach weil sie mit einer neuen Farbe rausgekommen sind, nämlich Fair. Es gab vorher nur Light, Medium und Dark. Jetzt gibt es noch Fair für hellere. Da sind endlich Farben dabei, die ich bei den anderen vermisst habe, bei der Light Palette, nämlich kalte Farben. Graustichige Farben, aschige Farben, um zu konturieren. Diese beiden äußeren sind wirklich ein Traum. Sehr, sehr toll und ich bin von der Palette auf jeden Fall mehr begeistert als von der alten. Auch die Verpackung ist anders geworden, was sehr, sehr gut ist. Dann der Brow Definer, hatte ich euch ja schon vorhin gezeigt. Kommt auch jetzt noch ein Video zu, auf jeden Fall, mit zum Vergleich von dem von Kiko. Und ja, kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall sehr begeistert bin von dem von Anastasia Beverly Hills. Sehr, sehr schön. Dann hatte ich euch auch schon mal erzählt, dass Anastasia Beverly Hills auch an der Textur von den Liquid Lipsticks gearbeitet hat. Und weil ich das gehört hatte, war ich neugierig. Ich war ja so ein bisschen negativ oder stand negativ den anderen oder den älteren gegenüber. Ich musste das einfach mal testen, ausprobieren, ob es wirklich stimmt, ob die Textur sich jetzt verändert hat und ob Anastasia Beverly Hills an dieser Klebrigkeit, sage ich mal, gearbeitet hat. Und ja, haben sie. Das ist jetzt die Farbe Catnip. Auch total schöne, super edle Farbe. Richtiger Bärenton. Oh, schön. Und ich muss sagen, es trocknet wirklich mehr an als die alte Textur. Es ist nicht mehr so klebrig. Aber schade, dass die anderen nicht überarbeitet werden und dass sie so lassen. Denn es gibt nicht so viele neue Farben. Aber ich muss sagen, die gefällt mir von der Textur her schon wesentlich besser als die alten. Da habe ich nicht mehr so viel dran zu meckern. Kann ich von der Textur schon wieder viel, viel mehr empfehlen als die älteren. So, das war mein Anastasia Beverly Hills. Ach nee, noch gar nicht. Ich habe mir noch den Highlight-Pinsel bestellt für den Highlighter.
Hatte ich dazu, musste ich mal testen, weil alle sofort davon geschwärmt haben. Er ist gut, gar keine Frage, aber muss man nicht unbedingt haben. Ist mein Fazit. Dann, weil wir eben gerade bei Liquid Lipsticks waren, kommen wir mal zu meiner Morphe-Bestellung, die ich noch einmal in Amerika gemacht habe. Und zwar aus einem Grund, nämlich, weil sie dort auch die Jeffree Star Liquid Lipsticks verkaufen. Und die wollte ich auch mal testen, denn auch von denen wird viel geschwärmt. So sehen sie aus, sind alle mit einer pinken Kappe. Und ich habe immer so zwei natürlichere Farben davon bestellt. Und zwar einmal das ganz helle I'm Nude, weil mich der Nude-Ton super interessiert hat. Also wirklich ein unglaublich schöner Nude-Ton. Und die Farbe Celebrity Skin, das ist diese hier. Oh mein Gott, sie ist so schön und sie duftet so lecker. Und es ist übrigens die, die ich gerade drauf habe. Und ich kann wirklich sagen, sie sind wunderschön. Und das, was ihr jetzt bis eben gerade drauf gesehen habt auf meinen Lippen, hat sogar schon einen Test durchgemacht. Und zwar habe ich eben gerade vor diesem Film Fischstäbchen gegessen. Schön lecker, fettig aus der Pfanne. Und hat den Test total bestanden. Deswegen bin ich jetzt noch mehr begeistert. Sie trocknen nicht so mega super an wie die jetzt von Colourpop. Sie bleiben ganz, ganz, ganz wenig, nicht klebrig, aber man merkt, dass man noch was drauf hat. Aber es ist nicht unangenehm. Also nicht, dass ich mich beschweren würde darüber. Von daher bin ich echt begeistert von denen. Das einzige Manko an dieser ganzen Linie: es gibt mir persönlich zu wenig natürliche Farben, also viel, viel krasse Farben. Weiß, Rot, Grün, Blau, Schwarz. Mir fehlen einfach zu viele natürliche Farben, deswegen sind es erstmal nur die beiden geworden. Aber ich kann euch die total ans Herz legen. Ich finde die echt super und sie haben so meine kritischen Punkte, die ich immer nachgucke und nachprüfe, bei Liquid Lipsticks haben sie bestanden. Dann der eigentliche Grund, warum ich bei Morphe bestellt habe. 350 Palette von Morphe. Und oh mein Gott, sie ist so schön. Und ich muss wirklich sagen, diese Lidschatten sind so gut. Oh mein Gott, die sind wirklich, wirklich so gut. Diese Farben sind wirklich, wirklich toll. Sie sind nicht nur super pigmentiert, sondern sie bröseln auch nicht. Sie haben keinen Fallout. Es ist wirklich, wirklich schön. Lassen sich toll verarbeiten. Das Einzige, was man wieder sagen muss, es ist einfach so bei diesen günstigen Lidschatten, sie riechen eben relativ günstig. Aber damit kann ich leben, wenn ich wirklich so eine tolle Qualität habe. Oh mein Gott, diese Paletten sind ein Traum. Ich habe die anderen, die liebe ich auch. Das ist halt mehr so ein, sind kältere Töne, das hier sind wärmere Töne und oh. So, ich glaube, jetzt reicht es aber auch. Oh mein Gott, ich glaube, das Video wird viel, viel, viel zu lang. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben wollt zu diesen ganzen Produkten, dann legt los. Ich probiere euch alles zu beantworten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like, darüber würde ich mich super freuen. Und vergesst nicht, mir bei Instagram noch zu folgen und auch bei Snapchat, denn da bin ich neu. Sonst verpasst ihr echt einiges. Denn dafür, dass ich jetzt fast 9000 Abonnenten habe, folgen mir da noch relativ wenig. Also Leute, und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.